gute Laune. Cabrios vom Autohaus Allgäu. Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. TV Allgäu Nachrichten am Dienstag. Guten Tag. Wir haben für Sie heute folgende Themen. Spatenstich, Baubeginn beim Erlebniszentrum Nagelflugkette in Bühl. Ideenwerkstatt, CSU lädt Bürger zur Gestaltung der Zukunft ein und Skispringer Martin Schmidt und Co. beim Training in Oberstdorf. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants. Über 1000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Eine Raumschiff-Crew verlässt ihren Planeten und landet ausgerechnet im Allgäu, genauer gesagt in Immenstadt. Langsam erkunden die Außerirdischen ihre neue Umgebung und untersuchen sie in der bordeigenen Forschungsstation. Nein, ganz ehrlich, ich kann Sie beruhigen, ich habe noch alle Tassen im Schrank, aber genau mit diesem Szenario wollen die Verantwortlichen des neuen Alpsee-Hauses in Bühl ab 2010 Interessierte an das Thema Nagelflugkette heranführen. Federführend für die anderen Gemeinden des deutsch-österreichischen Naturparks Nagelflugkette baut die Stadt Immenstadt derzeit ein Naturinformations- und Erlebniszentrum. Das soll Touristen in die Region locken und ihnen das Thema Nagelfluh näher bringen. Nagelfluh ist ein betonartiges, festes Gestein, das aus Flusskieseln besteht, die auf natürliche Weise verkittet wurden. Jetzt war Spatenstich für das Projekt, das zu großen Teilen aus Mitteln des Konjunkturpaketes 2 finanziert wird. Anwesend dabei unter anderem Bayerns Umweltminister Markus Söder. Sebastian Zausch und Manfred Fiener berichten. Die Allgäuer Berge bei Sonnenschein. Sie bieten eine herrliche Kulisse für die Bauarbeiten des Alpseehauses, die bereits in vollem Gange sind. Auf einer Grundfläche von 880 Quadratmetern soll den Besuchern dort das Thema Nagelfluh nähergebracht werden. Die Konzeption ist eine Mischung. Also wir haben die Umweltbildungsstation, wobei die Ausstellung sehr innovativ ist, mit modernen Medien und Techniken ausgestattet ist und so aufgebaut ist, dass sie für verschiedene Altersstufen quasi geeignet ist. Ja, Sie müssen ja an 10-Jährige denken, an 14-Jährige, an 16-, 17-, 18-Jährige und auch an die Erwachsenen. So ist es also aufgebaut und natürlich mit modernsten Techniken. Wir haben parallel die Gästeinformation, sodass man also bereits aktuelle Informationen über die Alzey-Gründen-Region abholen kann. Wir vermarkten regionale Produkte. Und haben natürlich auch Partner im Boot, die dann Umweltbildungskurse anbieten, wie der Bund Naturschutz, Naturerlebniszentrum Allgäuer Alpen. 2007 war mit den Planungen des Alpseehauses begonnen worden. Gestern Nachmittag war offizielle Grundsteinlegung. Das Projekt soll in die gesamte Region ausstrahlen. Bauherr ist aber die Stadt Immenstadt, die sich trotz Klammerkassen bewusst für den Bau des Alpseehauses entschieden hatte. Wir verfolgen ja in der Stadt die Strategie, dass wir jetzt zunächst mal die Dinge stärken, wo wir Geld verdienen, ja, um jetzt dann später in Bildung investieren zu können. Wir sind ja durch die Finanzkrise ganz nett auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Und das hier ist ein Baustein, um das Standbein Tourismus zu stärken. Und zwar ein ganz entscheidendes, weil das nicht nur ein Schönwetterangebot, sondern auch ein Schlechtwetterangebot ist. Und das in Verbindung Naturpark, den uns der Herrgott kostenlos geschenkt hat, und dazu quasi noch Umwelt und Bildung. Ich meine, das ist eine gute Mischung. Eine gute Mischung sollte auch der Grundstein sein, der bei der Veranstaltung eigens gegossen wurde. In einer Betonmischmaschine wurden Nagelfluhsteine der beteiligten Gemeinden zusammengeworfen und zum Grundstein gemischt. Den Startknopf bediente Umweltminister Markus Söder. Er übergab 1,1 Millionen Euro an Fördergeldern aus dem Konjunkturpaket 2. Und dabei soll es nicht bleiben. Wir wollen auch in der Zukunft unterstützen, wenn es um Unterhalt und andere Fragen geht. Also jedenfalls immer als Berater, vielleicht auch als finanzieller Partner zur Verfügung stehen. Heute sollen wir aber mal feiern, dass wir jetzt den Grundstein legen können mit einer großen Maßnahme, die für die Region von großer Bedeutung ist. Und so wurde gestern gefeiert und gearbeitet. Und das vor der herrlichen Allgäuer Kulisse, die, so hoffen es die Verantwortlichen, durch das Alpseehaus noch mehr Touristen in die Region lockt. Leitbild 2010 Plus unter diesem eher nüchternen Titel verbirgt sich eine eigentlich spannende Sache. Die CSU versucht nämlich wieder mehr Kontakt zur Basis und zum Wähler aufzubauen. Wie das funktionieren soll, mit sogenannten Ideenwerkstätten zum Beispiel, die derzeit überall in Bayern stattfinden. So auch gestern im Memminger Stadtteil Amendingen.
Die CSU hat eine neue Überschrift. Gemeinsam mit der Basis will man die Zukunft gestalten. Diese Nachricht aus München überbrachte der CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt seinen Parteikollegen im Unterallgäu bereits im Juli und warb kräftig für die neue Gestaltungsoffensive der Christsozialen. Umgesetzt wurde die in Memmingen nun gestern Abend. Mit einer Ideenwerkstatt wollte die CSU den Bürgerinnen und Bürgern hier aufs Zahnfleisch fühlen. Ganz nach dem Auftrag aus München. Denn die Ansage der Parteizentrale an die Kreisverbände und Ortsvereine ist klar. Innerparteilich mehr Basisarbeit, sich um Mitglieder bemühen, aber auch Leute, die sich nicht einer Partei anschließen wollen, mit einbeziehen. Wir haben ja sehr viele Leistungsträger in unserer Gesellschaft, die sagen, ich bin mit meinem Beruf, mit der Familie ausgelastet. Aber dass man die stärker mit einbezieht, da sehe ich einen wichtigen Weg in die Zukunft. Zu den verschiedensten Bereichen sollten die Bürgerinnen und Bürger, aber auch Parteimitglieder und Vertreter von Verbänden gestern ihr Statement abgeben. Was hier entsteht, ist eine geballte Informationsflut. Der CSU kann die im Kampf um die Gunst der Wähler aber nur hilfreich sein. Denn derzeit ist der Zuspruch aus der Bevölkerung nicht gerade gut. Nicht ganz so dramatisch sieht es aber die Partei selbst. Also die Situation ist wesentlich besser als die Stimmung und vor allem als auch die Umfragewerte. Den Kontakt haben wir nicht verloren, aber vielleicht haben wir ihn zu wenig gepflegt. Und wir müssen noch stärker auf die Bürger zugehen, sie mit ins Boot holen und sie darauf hinweisen, dass die politischen Entscheidungen von heute die Lebensbedingungen von morgen bestimmen. Und es ist nicht Gott gegeben, dass wir immer an der Spitze sind. Wir sind vorne, aber wer vorne bleiben will, der muss sich umso mehr anstrengen. Ideenwerkstätten wie gestern in Memmingen finden momentan in ganz Bayern statt. Systematisch versuchen die Christsozialen so herauszufinden, wo den Wählerinnen und Wählern der Schuh drückt und wie die Situation in Bayern tatsächlich liegt. Also einmal, es ist interessant, wie die Bürger doch genau Bescheid wissen. Das fasziniert mich. Und einmal ist jetzt ganz wichtig die Transparenz der politischen Entscheidungen, die Widersprüchlichkeit und was die Leute halt abstößt. Es gibt keinen Berufsstand, der so schlecht über den anderen redet, wie das in der Politik der Fall ist. Man muss sich dann nicht wundern, wenn es die Leute mal glauben. Genau hinsehen, das ist also die Aufgabe und das Ziel, dem sich die CSU die nächsten Monate verschrieben hat. Langfristig wollen die Christsozialen, so die Argumentation, gemeinsam mit den Bürgern die Zukunft gestalten. Ein wenig wirkt es aber auch wie der Versuch einer Volkspartei, am Bürger dran zu bleiben. Einer riesigen Portion Glück und dem überlegten Eingreifen eines 78-jährigen Mannes ist es zu verdanken, dass der Sturz eines 3-jährigen Jungen in einen Kanal in Friesenried glimpflich ausgegangen ist. Der Junge hatte gemeinsam mit seiner 2-jährigen Schwester eine Gartentüre geöffnet und war in einen Kanallauf gestürzt. Während die Mutter das 2-jährige Mädchen noch rechtzeitig zurückhalten konnte, wurde der Junge in einen unterirdischen Kanallauf gesogen. Ein 78-jähriger Nachbar hatte daraufhin am anderen Ende des 200 bis 300 Meter langen Rohres gewartet und den Jungen dort aus dem Wasser gezogen. Nur durch einen Zufall war der Junge nicht stecken geblieben. Der 3-Jährige wurde mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus eingeliefert und auch die Mutter musste aufgrund des Schocks in ärztliche Behandlung. Ja, und bei uns gibt es jetzt eine kurze Pause. Danach gibt es dann weitere Nachrichten aus dem Allgäu. Bleiben Sie dran. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants. Über 1000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Familienberg Söllereck, das Freizeiterlebnis in Oberstdorf. Bequem nach oben mit der modernen Söllereckbahn. Rasante Abfahrten mit dem Söllereck-Rodel. Spektakuläre Perspektiven von der Skiflugschanze. Wanderspaß auf dem Naturerlebnisweg. Wir, da haben wir am Söllereck. Mei, wir haben da einen Höferspaß. Höchste Zeit zu wechseln. Günstige Erdgastarife zu fairen Konditionen. Ihr regionaler Erdgasanbieter. Kessler. Energie für das Allgäu. In Kempten, Kaufbeuren und Memmingen. Informieren Sie sich.
Von spielerisch bis sportlich. Der neue Kletterwald am Söllereck. Der Spaß für die ganze Familie. Familienberg Söllereck. Das Freizeiterlebnis in Oberstdorf. Besser geht's nicht jetzt und hier. Ich vertraue dir. Gesundheit in besten Händen. AOK, die Gesundheitskasse. Super Schnee, Allgäu, Tirol, Kleinwalsertal. Die Saison- und Mehrtages-Skikarte für alle Skiregionen. 38 Bergbahnen, 250 Liftanlagen und 500 Pistenkilometer. Ab Oktober stark ermäßigte Saisonkarten. Skifahren vor der Haustür, denn wir sind Winter. 7 Monate Skispaß gibt es mit der Allgäu-Gletscher-Card. Mit Kaunertal und Pitztaler Gletscher on top. Jetzt bei superschnee.com. Treffpunkt Freizeit. Geschichten und Berichte aus unserer Heimat. Tourismus und Freizeit. Kultur und Brauchtum. Sehen, was das Allgäu bewegt. Wir sehen uns im Treffpunkt Freizeit. Die Meldungen vom 21. September. Eine 80-jährige Frau ist gestern von einem Exhibitionisten in Bad Wörishofen belästigt worden. Die Frau hatte daraufhin die Flucht ergriffen und die Polizei alarmiert. Gesucht wird nach einem ca. 45-jährigen Mann. Er ist etwa 1,85 Meter groß und hat lockige, schulterlange Haare. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen entgegen. Telefonnummer 08247 96 800. Auf der Suche nach dem mutmaßlichen Doppelmörder aus Aalen durchkämmt die Polizei erneut das Gebiet rund um das Schloss Neuschwanstein. Das Hauptaugenmerk liegt vor allem auf dem Bereich unterhalb der Marienbrücke. Die Beamten gehen davon aus, dass sich der Mann dort das Leben nehmen will. Er hatte so der Verdacht vor einigen Tagen seine Frau und seine Tochter umgebracht. Weiter wurden heute Fahndungsplakate verteilt. Das Auto des Mannes wurde nach der Tat beim Schloss Neuschwanstein entdeckt. Der Japaner, der bei dem Busunglück am Königsschloss Neuschwanstein am schwersten verletzt wurde, befindet sich nun ebenfalls auf dem Weg der Besserung. So die aktuellen Informationen der Polizei gegenüber den Medien. Der 57-jährige Japaner liegt laut Angaben der Polizei zwar noch im künstlichen Koma, sein Zustand habe sich jedoch stabilisiert. 45 Schulen aus Kempten und dem Oberallgäu beteiligen sich dieses Jahr an der deutschlandweiten Aktion Bio-Brotbox. In Zusammenarbeit mit dem ZAK und regionalen Biounternehmen sind die Boxen heute in Kempten gefüllt worden. Der Bioring Allgäu e.V. hat die Aktion in die Region geholt. Sie findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Ich habe halt auch, nachdem ich Ernährungsberaterin bin und Kontakt zu Schulen habe, mitgekriegt, dass immer mehr Kinder ohne Frühstück in die Schule kommen und kein oder schlechtes Pausebrot mit dabei haben. Und das ist ein Anliegen von dem Gesamtprojekt, dass alle Kinder ein gesundes Pausenfrühstück haben. Und nachdem letztes Jahr mein Sohn in die Schule gekommen ist, war das für mich so Anlass, dieses Projekt hier im Allgäu auch zu initiieren. Mit der Aktion soll nicht nur gezeigt werden, wie ein gesundes Frühstück aussehen kann, auch unnötiger Pausenmüll soll so vermieden werden. Zudem sollen die Kinder ein ökologisches Bewusstsein bekommen. Mit der Arbeit der neuen Vorstände der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren zeigt sich Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse bislang zufrieden. Bosse berichtet von einer Tendenz, nach der das Defizit mit 5,5 bis 6 Millionen Euro geringer ausfallen könnte als befürchtet. Für das Defizit müssen je zur Hälfte der Landkreis Ostallgäu und die Stadt Kaufbeuren aufkommen. Zunächst gingen die Verantwortlichen von einem Defizit in Höhe von etwa 7 Millionen Euro aus. Um 1,1 Millionen Euro sind im letzten Jahr die Fehlbeträge in den 3 Unterallgäuer Kreisaltenheimen reduziert worden. Eine bessere Ertragslage sowie die Beseitigung von Fehlern habe die positive Entwicklung herbeigeführt. Der Gesamtleiter der Heime betonte zudem, dass nun Rücklagen für künftige Ausgaben gebildet werden können. Ein 17-jähriger Rollerfahrer ist gestern durch die Heckscheibe eines vorausfahrenden Autos geflogen. Als der PKW auf der B16 bei Biesenhofen bremsen musste, reagierte der Jugendliche zu spät. Er musste daraufhin so stark abbremsen, dass er über den Lenker des Rollers geschleudert wurde. Ohne Verletzungen landete er im Kofferraum des Autos.
Ja, und das waren die Meldungen von heute und jetzt die Wetteraussichten. Top-Marken zu Fabrikverkaufspreisen im Allgäu-Outlet in Sonthofen. Viele Artikel bis zu 70% reduziert. Outlet-Shopping für die ganze Familie und jeden Geldbeutel. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es im gesamten Allgäu trocken. Die Temperaturen liegen bei 11 Grad. Am Mittwochvormittag kann es stellenweise zu Frühnebel kommen. Dabei ist es noch sehr kühl mit Werten von rund 6 Grad. Zum Nachmittag steigt das Thermometer. Bei Höchstwerten von 22 Grad scheint im gesamten Sendegebiet die Sonne. Erst zum Abend ziehen aus Südwesten einzelne Wolkenfelder auf. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Mit 23 Grad wird es noch einmal sehr warm, bevor am Freitag Regen aufzieht. Dennoch bleibt es bei warmen Temperaturen um 19 Grad. Samstag ist es im gesamten Allgäu regnerisch und es kühlt merklich ab. Die Höchstwerte liegen bei nur noch rund 15 Grad. Der Altweibersommer zeigt sich in diesen Tagen von seiner schönsten Seite. Angenehme Tagestemperaturen, viel Sonne und beste Fernsicht. Der Winter mit Schnee und Kälte scheint noch in weiter Ferne, aber falsch gedacht, denn in Oberstdorf wird in diesen Tagen schon eifrig für die kommende Wintersaison trainiert. Die Skispringer des DSV üben quasi schon einmal für die Vierschanzentournee. Erster Austragungsort ist ja Oberstdorf. Meine Kollegen Christina Lessig und Manfred Fiener haben die Deutschen Adler beim Training besucht. Nicht mehr lange, dann beginnt die Weltcup-Saison für die Skispringer des DSV. Höchste Zeit also, das Training vom Fitnessraum auf die Schanze zu verlegen. Zusammen mit Springern aus Russland nutzt der A-Kader der Deutschen die Skisprunganlage in Oberstdorf. Seit gestern bereiten sich die Athleten hier auf die neue Saison vor. Die soll besser werden als die vorherige. Letztes Jahr war unsere Saison ja gekennzeichnet von Highlights, die wirklich okay waren, aber auch von wirklich frustrierenden Niederlagen, die zehren dann. Also es war eine Berg- und Talfahrt. Es ist das Ziel, deutlich konstanter zu werden, aber natürlich mit Highlights. Wir wollen also nicht im Mittelmaß versinken. Wir sind ein bisschen im Moment da hier dabei, aber es fehlt dem einen oder anderen Sportler noch der Sprung ganz an die Spitze, dass wir wirklich wieder Highlights schaffen können. Speziell bei der Tournee wollen wir uns besser präsentieren. Aber die Vierschanzentournee, aber gleichzeitig eben konstanter werden. Dass die DSV-Adler dafür auch immer wieder nach Oberstdorf kommen und mit über 90 km pro Stunde in die Tiefe springen, hat natürlich einen guten Grund. Die wollen natürlich schon wieder einen Schritt voraus sein und bereiten sich jetzt schon vor auf die Vierschanzentournee, die ja am 28. 29. Dezember starten wird. Und da ist man natürlich beim Training auch bedacht, auf den Schanzen zu trainieren und sich vorzubereiten, wo dann auch die wichtigen Wettkämpfe im Winter stattfinden. Im Winter liegt hier in der Erdinger Arena natürlich Schnee. Da springt es sich authentischer. Aber auch von Frühling bis Herbst wird die Anlage genutzt. Rund 25.000 Trainingssprünge verzeichnet die Arena in diesen Monaten. Die Anlage ist extra entsprechend gebaut und vorbereitet worden. Wir haben also alle Schanzen mit Matten belegt, die werden bewässert. Und auf den Schanzen selbst sind Keramikspuren, die ebenfalls bewässert werden. Und somit kann man wie im Winter trainieren, natürlich bei Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Gut 2 Stunden dauert das Training der Skispringer an diesem Vormittag. Die Zeit reicht für 7 bis 9 Sprünge pro Sportler. Bundestrainer Schuster beobachtet seine Athleten ganz genau und gibt ihnen per Funk sofort ein Feedback. Insgesamt ist er mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Körperlich ist sie topfit, da haben wir ein ganz gutes Athletikkonzept, das ziehen wir durch, da sind wir am guten Weg. Springerisch gibt es positive Aspekte. Severin Freund hat sich hervorragend entwickelt, ist im Moment Sommer Grand Prix 9. und ist weiterhin in guter Form, die er dann auch hoffentlich unter Beweis stellt in 2 Wochen bei den Sommer Grand Prix Wettkämpfen. Und Michael Neumann ist auch ganz gut in Form. Michi Uhrmann, der jetzt im Moment nicht hier ist, der ist auch ganz gut in Form. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Zeit, aber auch noch Bedarf, hier die einzelnen Leute weiterzuentwickeln. Auch morgen trainiert der DSV-Kader in Oberstdorf. Die Trainingszeiten sind vormittags von 9 bis 10:30 Uhr und nachmittags von 15:30 Uhr bis 17 Uhr. Besucher willkommen. Und wer Glück hat, kann sogar das eine oder andere Autogramm seines Favoriten ergattern. Ja, und wir machen jetzt eine kurze Pause. Danach zeigen wir Ihnen dann, wie in Lindau Fruchtsaft hergestellt wird. Also bleiben Sie dran.
Autohaus Brosch. Ihr Mazda-Partner seit 1973. EU-Neuwagen aller Marken. Auto-Crew-Werkstatt für alle Fabrikate. Immer erst zu Brosch. Ihr zuverlässiges Familienunternehmen in Kempten-Durach. Die charmante Rebellion gegen hohe Erdgaspreise. Jetzt bequem wechseln. Garantiert günstig, garantiert sicher, garantiert einfach. Scharwärme, Ihr Erdgaslieferant in Süddeutschland. Weitere Infos unter charmant-gas.de. Waffenbär. Das Einkaufserlebnis in Kempten. Für Jäger, Sportschützen, Angler und Trachtenmode. BayWa Baustoffe. Ihr kompetenter Partner berät Sie bei Neubau und Modernisierung. Baustoffe und Bauwerkzeuge namhafter Hersteller in Profiqualität. Vom Keller bis zum Dach. Ob Innenausbau oder Gartengestaltung. Alles aus einer Hand. Wir liefern direkt an Ihre Baustelle. Mit Kompetenz und Top-Qualität immer gut beraten. BayWa Baustoffe. 10-mal im Allgäu. Neues Gewerbegebiet im südlichen Oberallgäu bei Immenstadt direkt an der vierspurigen B19. Äußerst attraktiv und verkehrsgünstig gelegen. Gewerbegrundstücke von 2000 bis 20.000 Quadratmeter verfügbar. Einzigartig im Allgäu. Steinstarke Ideen aus Naturstein auf über 1000 Quadratmetern für die Gestaltung Ihres Gartens. Faszination Naturstein im Ideengarten Ihrer BayWa Baustoffe in Buchlohe. Besser geht's nicht jetzt und hier. Ich vertraue dir. Und du Gesundheit in besten Händen. AOK, die Gesundheitskasse. Rund 15 Millionen Flaschen Saft produziert das Unternehmen Lindauer Fruchtgarten jedes Jahr. Der traditionsreiche Betrieb ist die größte Obstpresserei in Bayern. Zehntausende Tonnen beispielsweise Äpfel oder Birnen aus der Bodenseeregion werden hier zu Fruchtsaft verarbeitet. Wie genau das aussieht, berichten Anselm Stern und Thomas Kehrer in einer weiteren Ausgabe der TV Allgäu Wirtschaftsreihe. Der Wirtschaftsbericht, präsentiert von Glas Trösch. Glas Trösch in Kempten im Allmai. Räume für Träume. Die Lindauer Bodensee Fruchtsäfte GmbH. Hier im Westen des Allgäus produzieren 40 Mitarbeiter und zwei Azubis jeden Tag rund 100.000 Flaschen Fruchtsaft. Als Direktsaft oder aus Konzentrat. Und zwar in den verschiedensten Variationen und Geschmacksrichtungen. Immer wieder kommen neue Säfte dazu, aber auch die Tradition spielt eine Rolle bei den Fruchtsäften aus Lindau, wie uns Geschäftsführer Klaus Wiedemann erklärt. Herr Wiedemann, seit über 70 Jahren werden hier in Lindau Fruchtsäfte hergestellt. Wie hat sich dieses Unternehmen in dieser langen Zeit entwickelt? Ja, seit 1936 werden Fruchtsäfte in Lindau hergestellt, aus einer ehemaligen Genossenschaft heraus. Seit 1999 sind wir mit Lindauer Fruchtgarten als neue Marke tätig, sehr erfolgreich muss ich sagen. Haben ein sehr umfassendes Sortiment von über 90 verschiedenen Sorten von Fruchtsäften, Direktsäften, Biosäften, Nektaren, Fruchtschollern, Apfelweinen, aber auch roten Most beispielsweise. Also wir sind sehr kreativ. Mehr als 50% unserer Sorten gab es vor 5 Jahren noch nicht. Das heißt, wir haben ein innovatives Team bei uns. Wie stehen Sie derzeit wirtschaftlich da? Wie viel haben Sie von der Krise abbekommen? Ja, da haben wir vielleicht ein bisschen Glück gehabt, weil getrunken und gegessen wird bekanntlich ja immer, sagt das Sprichwort. Und da sage ich mal, da sind wir eigentlich ganz zufrieden. Unser Ausstoß ist nach wie vor gut. Wir sind im Zuwachs. Wir gewinnen tagtäglich mit unserem Außendienst, der in Bayern, in Baden-Württemberg, in Süddeutschland, aber auch im Ruhrgebiet, im Rheinland, in NRW tätig ist. Kunden dazu haben eigentlich Pluszahlen in der heutigen Zeit, manchmal auch ein bisschen schwierig, aber wir kriegen das so hin. Wir gewinnen Tag für Tag überzeugte Konsumenten für unsere Säfte. Jetzt gibt es viele Fruchtsäfte. Warum sollte man den hier aus Lindau trinken? Ja, zum einen sind wir ja ein wahrhaft echtes Produkt aus der Region, aus dem Deutschlands größten Obstgarten am Bodensee. Wir, ich denke mir, überzeugen durch Qualität von der Ernte über den Anbau, über die Verarbeitung hier. Modernste, schonendste Technologie wird eingesetzt und das Resultat lässt sich sehen. Wir sind 10, 11 Jahre nun in Folge, Jahr für Jahr, meistprämiertes Fruchtsaftunternehmen in Deutschland. Aber wie wird aus diesen Zutaten eigentlich der fertige Saft? Das haben wir uns angeschaut.
Rund 30.000 Tonnen Obst verarbeitet das Unternehmen Lindauer Fruchtgarten im Jahr. Hier kommt gerade eine typische Lieferung an. Herr Zentgraf, wo kommt denn das Obst her, was hier angeliefert wird? Ja, wir bekommen die größte Menge von den Landwirten hier am Bodensee, hier am Standort in Lindau von unserem Betrieb, natürlich auch von den Lindauern Bauern, die gerade heute sehr viele Birnen anliefern. Und unsere Sammelstellen gehen bis ins Allgäu hoch, aber auch bis an den Untersee. Alles, das gesamte Bodensee-Obstanbaugebiet wird hier erfasst. Nach der Reinigung, zeigt uns Betriebsleiter Lothar Zentgraf, landet das Obst hier, wo es deutlich sichtbar zerkleinert wird. Das Ergebnis ist sogenannte Maische. Die landet anschließend in der Presse. Bis zu 1.000 Tonnen können pro Tag in den insgesamt 5 Pressen bearbeitet werden. Das Ergebnis ist nicht nur Saft, sondern auch das hier. Sogenannter Trester, also die ausgepressten Obstreste. Was passiert denn mit diesem Trester? Ja, der Trester ist der Rest, was bei der Apfelsaftherstellung übrig bleibt. Also die ausgepressten Früchte, die werden bei uns im Haus getrocknet. Und in diesem Trester befindet sich ein Inhaltsstoff des Apfels, das Apfelpektin, und dieses Pektin wird bei den Pektinherstellern aus dem Trester ausgelöst und hilft bei der Gelierung, bei der Marmeladenherstellung wird das eingesetzt. Es wird bei Süßigkeiten, bei der Getränkeherstellung wieder in Limonaden zugeführt, um die Trübung stabil zu halten. Es ist ein gelierartiges Mittel. Soll heißen, es gibt eigentlich keine Abfälle bei der Produktion, die nach dem Pressen so weitergeht. Der Saft wird extrem schnell, extrem hoch erhitzt. 30 Sekunden lang auf 98 Grad und anschließend bei unter 10 Grad gelagert oder direkt abgefüllt. Auch das ein besonderer Vorgang beim Lindauer Fruchtgarten. 83 Grad ist der Saft heiß, wenn er endlich in die Flasche kommt. Danach wird er schnell abgekühlt. So bleibt der Saft haltbar und qualitativ hochwertig. Ab hier können die Mitarbeiter dann nur noch hoffen, dass möglichst viele großen Durst auf Fruchtsaft aus Lindau haben. Uns jedenfalls hat's geschmeckt. Ja, das war TV Allgäu Nachrichten am Dienstag. Wenn Sie jetzt den ein oder anderen Beitrag verpasst haben sollten, kein Problem, unsere Internetseite schafft Abhilfe. Denn unter www.tv-allgäu.de finden Sie alle Beiträge von heute und aus den vergangenen Wochen. Einfach mal reinklicken. Ja, und bevor ich mich jetzt endgültig von Ihnen verabschiede, für heute noch ein Blick auf morgen, denn dann geht es bei uns zum Beispiel um das Thema Bundeswehr und deutsche Einheit. Denn beim Kaufbeurer Dialog ist heute Abend der Generalleutnant AD und ehemalige Innenminister von Brandenburg, Jörg Schönbohm, zu Gast. Außerdem ein Thema, wie man am Gymnasium in Marktoberdorf versucht, gemeinsam mit Schülern Energie zu sparen. Das also alles morgen bei TV Allgäu Nachrichten. Ihnen noch einen schönen Abend. Für Gott und auf Wiedersehen.